Schaden, den sie kassieren. Und sie leben immer noch, Alter. Die haben schon mindestens 200 Schaden bekommen. Der Link jedenfalls. 300. Da hab ich doch verarschen. Wie viel überleben die denn bitte? Das ist ja mal lächerlich auf höchstem Niveau. Aua. Endlich. So, wir haben Helfer, wäre das Maximum bei uns. Na, ja, gehen wir uns mal einen Helfer. Sieht ja auch nicht schlecht aus, der Zauber. 100 HP bei jedem. Ne, 25 nur? Okay. Das war, ich glaube, ein Fehler. Stopp! Nicht Sailor angreifen, bloß nicht Sailor angreifen. Ach, danke. Okay, Helfer wiederbelebt. Aber, gibt nur insgesamt 100 HP. Also, okay, das war ein sehr großer Fehler, den ich hier gemacht habe gerade. Aber egal. Sailor hat überlebt. Sie hat alle Zornpunkte noch, um diesen Ninja dann zu töten, den wir vor der Truhe, vor der Treppe haben. Ah, das Viech ist so zäh. Wie viel HP hat denn das? Oh, mein Basuk ist tot. Ja, tut mir leid, Kleiner. 4000 Leben. So, hier oben war der... Nee? Ach so. Da unten ging es aber noch lang. Das war ein sehr schlechter Move gerade. Aber wenn wir uns erstmal healen... So, alle voll. Egelschrauber, wieder eine Waffe für Lexis. Mein Gott, so viele Waffen für Lexis. Oh, noch eine Tür. Ach ja. Dann gehen wir doch mal den safen Weg zurück. Hier sollten eigentlich keine Monster sein. Alle getötet. So, und hier ist das hässliche Kackvieh. Ich kann nur hoffen, dass er endlich verschwindet, aber er verschwindet nicht. Das ist ja das Schlimme. Samurai. Ich überhaupt gar nicht wissen, was die für einen Schaden machen. Ah, die sind so fucking fast. Basuk ist wieder tot. Die sind so fucking fast. Ich hoffe mal, einen Juwelenstab brauche ich, dass ich noch einen zweiten parat habe für andere Monster. Ja, reicht. 5000 Erfahrung. Wailer? Boah, Alter, das ist ja ein Run vom Feinsten hier. Wailer ist der stärkste Heilzauber, den es gibt. Da. Macht selbst die müdesten Helden wieder munter. Das heißt also, entweder auf allen 2000 Leben regenerieren oder auf allen 500. Klotz, Klotz, Klotz haben will. Oh, mehr Klotz. Oh, geilo. Und die ganze Ebene nur aus Klotzen. Ah, das Problem ist... Ich weiß nicht. Nee, ich greife die so an. Ein Azublatt. Oh, scheiße. Nein. Oh mein Gott, ich Idiot. Egal, das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Zwar kriegt Zelda die Erfahrung nicht, aber 44.444 Erfahrung. Ist Zelda jetzt halt ein bisschen hinten, aber das macht mir nichts. Okay, das ist natürlich beschissen gewesen von mir. Ah, ich trottel, ey. Mann, Mann, Mann. Egal, das war's mir wert. Nee. Die dreimal bitte nur heilen. Guy braucht es nicht. Jetzt jedenfalls nicht. So, da haben wir den nächsten Klotz. Komm, seid ein paar. Oh ja, grün. Ich hoffe, die bleiben alle. Nein. Nein. Motzklotz. Hat mir schon halt extrem viel Erfahrung gebracht. Zwar für Sailor nicht, aber ist auch egal. Oh, ein blauer Viper. Speedy-Saft und ein paar neue Bäumchen. Schick.
Ja, wenn wir auch mal die Rüstung nicht optimieren. Wenn sie was ich habe aber gar nichts gefunden. Ich wollte eigentlich in die Tasche. Zu dem Speedy-Saft. Was habe ich jetzt getan? Ein bisschen weiter unten, das wollte ich nicht. Erhöht Beweglichkeit. Ja, komm, Atea, bring mal Atea so viel Speed wie möglich bei. Das ist ja wirklich am allerschnellsten von allen. Ich hätte gerne mal wieder eine blaue Truhe. Ich glaube, die auf der blauen, die blauen Truhen auf der Ebene sind besonders schmackhaft. Eine Wüstenrose. Ja, so heißt sie wirklich. Die ist wirklich Wüstenrose, soweit ich weiß. Oder Blüten. Nee, Wüstenrose heißt sie. Ist schon richtig. Boah, so viele rote Truhen. Nicht mal ein Iris-Gegenstand. Aber die sind extrem selten. Trotzdem, ich hätte gern welche. Ich hätte gern vollständig alles. Okay. Da hinten wäre zwar noch eine Tür, aber die ist mir zu risky. Piss dich, du Mistvieh. Ach, komm mal hier hoch. Schon richtig. Scheiße, doch nicht. Ja, das ist natürlich ein sehr ungeschickter Move gewesen. Ja, gehen wir in die nächste Ebene. Na, ich möchte das noch nicht zurechtschneiden. Das ist ja... Ich hasse solche Zurechtschneiderei. Ich gebe es offen zu, wenn ich cheate. Ah, geh doch mal weg, ihr scheiß Drachen hier. Oder was auch immer ihr sein sollt. Ich weiß es gar nicht. Sie sieht immer hässlich aus. Ein Croft-Wasser. So, der bewegt sich nach einem bestimmten Muster. Da oben gibt es nichts mehr. Puh. Abaddon, sehr schön. Ein nocturnalischer Zauber, wenn man das so sagen kann. Weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Schissen. Das Vieh läuft echt krank. Ja, das ist ein Samurai. Dem ich nicht unbedingt begegnen will. So, schauen wir mal hier, ob wir die Rose irgendwie wegkriegen. Kriegen wir nicht weg. Aber vielleicht können wir mal fighten. Weißt du, jetzt rennt sie weg, oder wie? Jetzt, wo ich fighten will. Ja, dann halt nicht. Ist mir auch egal. So, hier ist nichts mehr. Hier war die Rose. Rosen sind rot und ich möchte nicht sterben. So, hier war der Samurai drin. Da gehe ich trotzdem mal ganz kurz einen Blick reinwerfen. Okay, da war gar nichts mehr drin. Das ist also gut. Wir haben jetzt komplett Dinge erforscht. Oder? Ja, haben wir. Ja, wir haben dann dabei einen sehr starken Zauber. Da hinten ist ein Ninja und der muss sich lang. Das ist ja noch beschissener. Ein Echsenprinz, wow. Saugen wir mal ein bisschen, wenn wir gleich mal den Juwelenstab benutzen. Saugen wir ein bisschen, hier haben wir Propeller. Trifft alle Gegner besonders wirksam, hier fliegen die Gegner. Schade, haben wir nicht genug Zauberpunkte dafür. Und dann werden wir den anderen Echsenprinz auch noch aussaugen. Hoffentlich haben die ein bisschen Mana. 97, sehr schön. Dass der Atea wieder... Oh, scheiße. Okay, Tornado. Ich hoffe mal nicht, dass die so magisch sehr gut veranlagt sind, dass sie mich instant töten. Ja, Watz auf Salen. Sog auf den nächsten. 110, wow. Das war geil. Ich hoffe mal, dass ich hier weiterkomme und den... der Fight gegen die überhaupt was bringt. Denn da ist ja noch ein Ninja gewesen. What? Ja, Sane, geil kann hier mit einem Schlag töten, die Biester. Wenn er dann dran wäre. Was?
Wirbeljuwelen. Okay, wir müssen uns erstmal mit dem ganz kurz zaubern. Zählen stärker ist stärker. So, eine Rüstung. So, wir haben geil mal ein Wirbeljuwel geben. Gibt mehr Abwehr und Beweglichkeit dazu. Sehr schön. Nehmen wir doch gleich mal mit, würde ich sagen. Es kann natürlich auch sein, dass es rote Gegenstände gibt, die wirklich blaue Qualität haben. Also die man mit rausnehmen kann. Die aber so nicht gekennzeichnet sind. Oder haben wir kleine Gargoyles? Ein Blitzschild! Oh mein Gott, wie geil! Das nächste schöne blaue Item. Holzschild, Blitzschild. Schützt den Anwender. Sehr schön. Der Blitzschild gilt für geil. Mehr Angriff, mehr Stärke.